Wir haben heute ein schwieriges und intensives Thema. Vom Zusammenbruch zum Durchbruch. Das heißt, wir machen eine Meditation, die wirklich geeignet ist dafür, wenn du am Boden bist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du total erschöpft bist, wenn du vielleicht überraschend krank geworden bist, wenn du vielleicht einen geliebten Menschen verloren hast oder selber gesagt bekommen hast, dass du vielleicht bald stirbst. Es gibt viele mögliche Situationen, wo du dich vielleicht völlig und ganz am Boden fühlst. Das ist eine Situation, wo der Kopf nichts mehr machen kann, wo du, was immer du denkst, alles nur ein weiteres Schwert in deinem Rücken ist. Es gibt keinen Ausweg. Und du bist in der dunklen Leere, im Nichts. Es gibt nichts zum Festhalten. Du bist einfach am Boden. Ich bin mir sicher, du hast so eine Situation auch schon mal erlebt. Solche Situationen erlebt jeder. Wir machen hier keine Therapie. Es geht also nicht darum, diesen Zustand zu verändern. Es geht nicht darum, sich die Schwerter aus dem Rücken zu ziehen und dann wieder sein altes Ding weiterzumachen. Was wir hier machen, ist ganz was anderes. Wir machen Meditation und da geht es darum, genau diesen Zustand ganz und gar wahrzunehmen, in dem du jetzt bist. Wir können jetzt natürlich nur üben, aber vielleicht, wenn du dich erinnerst an eine Situation, bei mir war es zum Beispiel die Krankheit, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte, die plötzlich überraschend kam. Es kann ja auch ein Schlaganfall sein oder was auch immer. Und plötzlich bist du in einer Situation, wo du völlig ausgeliefert bist, wo du keine Kontrolle mehr hast. Also was wir tun ist, wir nehmen erstens die Situation wahr, wie sie ist. Ganz realistisch, ohne Hoffnung, ohne Träume, ohne Illusion. Es ist so, wir liegen am Boden und es gibt keinen Ausweg. Es gibt nur eine Wand. Es scheint überall eine Wand zu sein. Und dann ergeben wir uns dieser Situation. Du akzeptierst die Situation, in der du bist, völlig und ganz. Das ist deine Situation. Du hast keine Kontrolle und du kannst dich nur ergeben. Du kannst dich nur dem ergeben, was jetzt gerade ist. Und dann aus dieser gedankenlosen Situation im Hier und Jetzt, aus dieser Erkenntnis, dass es keinen Ausweg gibt, und nur die Hingabe bleibt, die Hilflosigkeit, die Ausweglosigkeit. In diesem Zustand ist es möglich, ins Herz zu gehen. Durch diese Akzeptanz, durch diese Hingabe ans Leben, dass das Leben dich in diese Situation führt und wer weiß, was kommen mag, aber das Leben bleibt. Das Leben nimmt seinen eigenen Lauf. Und du bist viel mehr als nur dieses Ich, was versucht, die Kontrolle zu halten. Du bist das Leben. Und das versuchen wir einzuladen. Diese Qualität, man nennt sie auch Liebe. Die Liebe fürs Leben. Die Meditation hat also drei Phasen. Die erste Phase ist, die Realität zuzulassen, zu sehen, wo du stehst. Die zweite Phase ist, sich ergeben. Völlig akzeptieren, die Situation sein lassen, wie sie ist, und du ergibst dich. Und die dritte Phase ist dann die Stille. Du nimmst wahr, wie der Atem rein und raus geht, hältst eine Hand auf dein Herz und lässt das Leben dich über den Atem bewegen. Und vielleicht geschieht so etwas wie Liebe. Die Meditation wird im Liegen gemacht. Leg dich hin, bequem.
entspannt und schließe deine Augen. Nimm deinen Körper wahr, wie er jetzt ist. Vielleicht empfindest du einen tiefen Schmerz. Vielleicht siehst du keinen Ausweg und das bildet sich auch in deinem Körper ab. Vielleicht bist du ganz verspannt. Nimm es einfach nur wahr, so wie du bist. Du liegst am Boden. Und wenn das jetzt nicht deine Situation ist, dann erinnere dich daran, wie du einmal in einer hilflosen, ausweglosen Situation warst. Lass sie wieder zu. Der Kopf wird dazu nicht gebraucht. Du empfindest nur den Schmerz, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit, die Trauer. Es gibt keinen Ausweg. Du liegst und bist absolut hilflos. Du kannst nichts verändern. Die Situation ist, wie sie ist. Es ist das Schlimmste geschehen und der Schmerz ist groß. Akzeptiere, was dir geschehen ist. Nimm es an. Es ist so. Gib dich dem hin. Wenn Tränen aufsteigen, lass sie zu, aber unterstütze sie nicht mit Gedanken, sondern lass sie sich ausdrücken in stiller Weise. Du kannst nichts tun, du kannst dich nur ergeben. Das Leben hat dich in diese Situation gebracht. Gib dich ihm hin. Dem Leben.
Du kannst nichts tun. Du bist hilflos und lässt es zu. Nun lege eine Hand auf dein Herz und nimm deinen Atem wahr, wie er an der Nase hereinkommt und wieder hinausgeht. In deiner Hilflosigkeit, in deiner Ergebenheit nimmst du den Atem wahr, wie er sanft in dich hineinkommt und wieder hinausgeht. Lass den Atem langsamer und tiefer werden, bis er vielleicht dein Herz berührt, bis er den Brustraum erfüllt. Mit jedem Atemzug kommt das Leben in dich hinein. Es erfüllt dich, es nährt dich. Lass alles gehen. Nur der Atem bleibt, der dein Herz berührt. Lass dich vom Leben berühren durch den Atem. Das ist Liebe. Werde stiller und stiller und lass das Leben in dir zu. Du hast keine Kontrolle. Du bist ergeben und das Leben atmet dich.
Im Alltag behalte dir die Erinnerung an diese Hingabe ans Leben, an diese Präsenz im Herzen. Und vor dem Einschlafen übe die Hingabe, das sich ergeben, die Hilflosigkeit. Und wenn du jetzt dann gleich zurückkommst, bleibe mit deiner Aufmerksamkeit innen im Herzen, dort, wo dich der Atem des Lebens berührt. Während du jetzt deine Beine bewegst, deine Arme, deinen Oberkörper, deinen Kopf und in deiner eigenen Geschwindigkeit deine Augen öffnest.